Wir sind wieder zurück bei Let's Play Assassin's Creed Syndicate und wir haben in der letzten Folge die ganzen Dynamitkisten von Starek kaputt gemacht und müssen uns jetzt einen Fahrer suchen. Was genau die damit meinen, weiß ich leider nicht. Ach Gott, aber ich weiß, dass ich einen Schluck auf habe. Und das ist ziemlich uncool. Okay, kommen wir da irgendwie? Kann man das nicht irgendwie da hochbeamen? Das ist doch scheiße. Okay, warte mal, wir gehen mal da hoch. Kommen wir von da aus vielleicht wieder auf die Streben in der Mitte? Scheinbar nicht, aber wir können vielleicht ein bisschen Weg gut machen. Genau, und dann können wir nämlich von vorne wieder reingehen. Das ist doch perfekt. Hoffe ich. Ach Gott. Jetzt einfach mal. Ah, nee, besser nicht. Seid so wenig so sicher aus. Hier können wir uns fallen lassen. Guck mal, perfekt. Pam. Okay, das Sperrgebiet ist verlassen. Jetzt sollen wir da drin einen Fahrer suchen, da hinten. Okay. All we need now is a fucking entrance. We need to go back into the, yeah, that's right, my friend, that's right. Was? Okay, jetzt fahren wir mit einer Kutsche, will ich aber gar nicht. Hör auf, mit der Kutsche zu fahren, Junge. Ich glaube, hier geht's rein. Regenschirm! Okay, hier sieht's mir stark nach einem Eingang aus, oder? Ja, wir sind sogar relativ nah dran, gerade bei dem Typen, der uns fahren könnte. Oh. Ups. Was bist du? Ach, du bist tot. Ja, das stimmt. Da muss ich dir tatsächlich recht geben, mein Freund. Okay, da geht's wieder hoch auf die Gleise. Schnell. Okay, dann ist der Typ. Hier waren wir ja vorhin schon mal. Also hier ist dementsprechend auch nichts mehr los. Bist nicht mehr ganz dicht in der Bühne, wa? Was geht mit dir? Können wir rumlaufen? Hallo? Ach du Scheiße, jetzt müssen wir die Lokomotive. Mit dem Fahrer, wie soll das denn gehen? Seien Sie ruhig, bitte. Nicht so laut, Sir. Kein Grund, sich aufzuregen. Was wollen Sie von mir? Ich brauche nur jemanden, der den Kessel führt. Schon gut, ich helfe Ihnen. Tun Sie mir nichts. Sehen Sie mich als normalen Passagier an. Wir müssen eh darüber, ne? Zufällig mit einer großen Klinge auf Sie zielt. Theoretisch gesehen, wenn wir an dem langsam vorbeilaufen da drüben, müsste das doch echt gehen, oder? Hi. Okay, wir dürfen wieder ein bisschen schneller werden. Okay. Ein bisschen sehr schneller vielleicht. Und hier ist ja alles tot. Da lebt ja nichts mehr. Die sind ja alle auf einmal gestorben. Wie auch immer das geschehen konnte, ich weiß es nicht. Moin! Okay, wir haben es geschafft. Wow. Sehr gut. Fahr! Alte Pissbirne. Wären Sie wohl so freundlich, mir etwas Dampf zu machen? Haben wir uns jetzt gerade mit Starek Sachen aus dem Staub gemacht? Das ist irgendwie geil, oder? Feier ich. Haben wir am Ende ganz gut geregelt, die Mission, glaube ich. Sind auch fast nicht entdeckt worden. Einmal, da war es ein bisschen eng, aber hey. Hey. Richtig. Starek wird schon bald in die Knie gehen. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Entschuldige, ich muss los. Besuche mich gerne mal wieder. W-
War das jetzt positiv oder negativ? Ich weiß es nicht. Seltsame Bettgenossen. Und wir haben alle Herausforderungen bzw. Nebenziele geschafft. Deshalb kriegen wir volle Punktausbeute und den Lady Cyrrells, das Lady Cyrrells Schultertuch. Cool, also einen neuen Umhang. Ja, geil, ey. Richtig geil. Und wir kriegen, glaube ich, einen Fähigkeitenpunkt, oder? Komm, komm. Oh, Fähigkeitenpunkt. Yes! Und ich glaube, damit können wir dann den guten Jacob tatsächlich auf Level 10 bringen, oder? Weil wir uns nämlich die letzte aller möglichen Dinge hier unten kaufen können. Oder? Ja! Erstschlag 2. Level 10! Und damit haben wir das höchste aller Level erreicht. Der schießt doch geil, oder? Der ist doch der Hammer. So, wir haben aber tatsächlich wieder nur eine Jacob-Mission verfügbar, oder? Oder hätten wir hier auch was mit Evie am Start? Weil mit der würde ich halt auch gerne mal weiter zocken, aber irgendwie ist doch nichts mit der Evie. Da haben wir nur wieder eine Mission für den Jacob. Ah gut, dann machen wir halt eine Mission mit dem Jacob. Was soll das? Ich habe das Gefühl, allzu lang geht dieses Let's Play sowieso leider nicht mehr. Jetzt ist es ja wohl scheinbar so, dass wir uns tatsächlich bis 2017 gedulden müssen, bis dann das neue Assassin's Creed rauskommt. Das finde ich aber ich finde das ehrlich gesagt ziemlich gut. Wir haben ja dieses Jahr den Assassin's Creed Film, da freue ich mich sehr drauf. Und Ubisoft hat ja dieses Jahr sowieso ein vollgepacktes Line-Up, das ist ja der Wahnsinn. Da ist ja noch Tom Clancy's The Division dabei. Dann haben wir noch Far Cry Primal und. Also absolut vollgepacktes Repertoire an Games in diesem Jahr von Ubisoft. Und deshalb finde ich es gar nicht mal so schlecht, wenn vielleicht Assassin's Creed dieses Jahr mal ein Päuschen macht. Und man dann 2017 wahrscheinlich, so wie es scheint, nach Indien vorschreiten darf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und der ein oder andere DLC für AC Syndicate hier wird ja wahrscheinlich auch noch erscheinen, also von daher alles gut. So. Wo ist denn jetzt die Mission? Die war doch gar nicht so weit weg. Dachte ich. Ist sie jetzt noch so weit weg oder nicht? Dann klauen wir uns nämlich eben... Ach, guck mal, das ist auch... Das ist so easy going. Macht's gut, ihr Pisser. Was willst du? Halt die Schnauze. Ich bin Level 10, Mann. Es wäre aber schön, wenn wir vielleicht nochmal irgendwo einen Händler aufspüren könnten. Bevor wir die Mission gleich machen, weil wir haben nämlich keine Wurfmesser mehr. Können wir eigentlich auch... Warte mal. Das haben wir noch in der letzten Folge eigentlich gemacht, oder nicht? Gang Upgrades? Nee, das war das nicht. Herstellung. Ausrüstung? Nee, Upgrades? Ja, genau. Den Messerbeutel haben wir doch aufgestockt, oder nicht? Ach, wir waren aber seitdem nicht mehr einkaufen. Ich glaube, deshalb. Okay. Das erklärt es natürlich. Haben wir hier noch einen Händler? Bitte, es wäre schön. Ich würde mich freuen. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich weit und breit keinen Händler, wa? Doch, da unten. Sehr gut. Gut, da müssen wir doch mal eben schnell durch den Park laufen. Das sind ja nur 70 Meter, die haben wir doch eben schnell runtergeeiert hier. Oh, es regnet. Ah, ich hasse Wasser. Ich wohne in London, aber ich hasse Wasser. So, my friend. Oh, schauen Sie doch mal rein. Was soll nur Apple? Soll ich die Gegner mit Apple bewerfen oder was? Hä, wir können immer noch nur 5 Wurfmesser mitnehmen. Was ist das denn? Warum? Ich möchte mehr mitnehmen. Warum geht das nicht? Jetzt mal ernsthaft. Hä? Warte mal, Herstellung? Upgrades? Wurfmesser. Geht aber nicht mehr. Oder ist es das hier von... Nee. Wurfmesser 3. Mittlerer Bolzenbeutel. Was haben wir hier noch? Mittlerer Messerbeutel. Ach, komm. Ja, okay. Also die Wurfmesser sind jetzt nicht nur stärker, sie sind jetzt dann auch in mannigfaltiger Ausführung am Manne zu tragen. Ich freue mich. Können wir auch die Medizin wahrscheinlich hochstellen, ne? Wirksamkeit der Medizin haben wir oben. Patronengürtel, Bombenbeutel, Bolzenbeutel, große Medizinflasche, die haben wir schon, okay. Okay. 7 Wurfmesser haben wir.
Füllen wir nochmal auf. 15 können wir jetzt mitnehmen, das ist doch... Ich glaube, Sie werden sehr zufrieden sein. Ich glaube auch. So, da hinten müssen wir ein bisschen Action machen, oder was? Okay. Ins Maul! Was ich alles gelernt habe? Na gerne doch. Bist du dir das sicher, Mädchen? Ich glaube schon. Okay, aua. Ganz ruhig, Mann, ganz ruhig. Alles gut. Oh, guck mal, hier können wir noch eine Blume mitnehmen. Hier so eine zusammengequetschte Blume. Schön. So, nur aber genug. Lass uns hindann schreiten zur nächsten Hauptmission. Können wir da durchlaufen? Nein, können wir nicht. Das heißt, wir müssen außen rum. Aber dann geht das endlich los hier. Boah, sieht das gerade geil aus oder sieht das geil aus? Guck mal. Der Sonneneinfall beim Regen, das sieht so hammermäßig aus. Dreifache Entführung. Jacob und Roth streben die Gefangennahme dreier Geschäftspartner Starricks an, um dessen Kontrolle über den Bezirk zu schwächen. Ach du Scheiße. Was ich sagen wollte? Ich werde Assassin's Creed Syndicate auf jeden Fall vermissen. Wenn es denn dann bald vorbei ist. Da werde ich tiefe Trauer tragen. Jacob. Er ist wunderschön, oder? Ich habe die perfekte zweite Tour für uns. Ach so? Wir müssen uns etwas borgen. Drei von Starks Galgenstricken werden schon bald verschwinden. Du bist ein Teufel. Oh, und dieses Mal komme ich mit. Macht keinen Sinn, dass du den ganzen Ruhm einstreichst. Und dann auf zu meiner Kutsche! Lewis! Vielleicht sollte Lewis die Kutsche einfach schon immer vorfahren, wenn er uns kommen sieht. Wäre doch mal eine Idee, oder? Jacob, ja, was? Ja, ich komme schon. Roth. Du fährst. Ja, ja, ist das schon in Ordnung. Diese feigen Stiefellecker von Starrick haben eigene Kerker gebaut. Die reinste Verschwendung. Weil sie lieber Gangs aufgebaut hätten? Nein, nein. Warum bauen, wenn man frei fließen kann wie das Meer? Ich würde nie jemanden einsperren. Oh nein, niemals, oder? Und was ist mit deinem Vogel? Der würde auch... Ich kann sagen, dass mir die National Gallery nie langweilig wird. Warum interessiert sich Starrick überhaupt für Kunst? Er hat eine teuflisch begabte Frau an... Bring du deine Kutsche rum und warte auf die Fracht. Das wird nicht lange dauern. Also dann. Muss doch jemand diese Etikett Wallet erkennen. So, da vorne. Was soll man da machen? Ist sie das? Ne, mit dem müssen wir nur quatschen. Wäre ein bisschen arg einfach. Ich suche nach Miss Hattie Cadwallader. Hab sie nicht gesehen, aber ich weiß, was sie vorhatte. Und das wäre? Kunststibitzen. Sie hat in der Nähe eine Statue gestohlen. Ach so. Ach so. Wieso sprichst du Deutsch und jetzt auf einmal wieder Englisch? Du machst mir Angst, Mädchen. Die Statue muss doch hier irgendwo sein. Ey, kleiner Pisser. Hör mal. Hey, Kleiner. Hast du eine Ahnung, was hier passiert ist? Ich weiß, wer sie geklaut hat, Sir. Miss Cadwallader? Sie versteckt sich in der Kloake. Okay. Kloake, na klar. Okay, wir gehen immer ein bisschen untergründig. Da haben wir einen Cop. Aber der soll uns egal sein, wir gehen gleich nach unten. Warum die Kanalisation? Ja, das weiß ich auch noch nicht so wirklich. Was da für ein Sinn dahinter steckt, ich weiß es nicht. Hier unten sind aber Feinde. Niemanden in den Zielgebieten töten. Wie soll das denn klappen, Alter? Okay, das Ziel werden wir schon mal nicht schaffen. Tut mir sehr leid. Aber das ist mir zu anstrengend. Ich will die alte Büchse holen und mehr nicht. Huch. Ups.
Hey, da ist jemand gestorben. Warum? Ich höre mich an wie Bronze, Alter. Geil. Ist cool, wenn man krank ist. Mein Name. Ich bin Bronzi. Geil. Okay, wie kommen wir hinter diese Tür? Ich schätze hier oben. Und dann links rum. Haha. Na? Wer hat denn da seine kleinen Fingerchen hier im Griff gehabt, ne? Ja, nu? Drehst du dich jetzt mal um, oder was? Okay. Fristi. Hi. Sagen Sie Starik, dass seine nächste Lieferung auf dem Weg ist. Und sagen Sie ihm auch, dass ich diese Arbeitsbedingungen leid bin. Ich bin nicht in Stariks Auftrag hier. Wessen dann? Maxwell Roth lässt schön grüßen. Und alle so, what? Du alte Zerre, auf dich zu winden, Mann. Sei froh, wenn der Arm das Einzige ist, was du an dir spürst. Hä? Weil... Keine Ahnung. Okay. Wir laufen dann mal ganz gediegen und ganz, als wär's das Normalste der Welt, hier lang. Na komm, lass uns ein bisschen spazieren gehen. Sieh dir den Sonnenschein gemeinsam mit dem Regen an. Ist es nicht ein wunderbares Spektakel? Sind wir ein Kopf? Ja, direkt vor uns. Okay, da vorne wartet die Kutsche. Wir rennen. Shut up, mate. So, das war Nummer 1. Sie werden von Mr. Starik hören, Rob. Laber nicht. Warum das Alhambra? Oder St. James Park. So heißt es, oder so hieß es zumindest früher mal, das Fußballstadion von Newcastle United. Und was ist besser, als die Welt mit etwas seichter Unterhaltung abzulenken, während man das tut? Ach komm schon. Was man nicht weiß, dass er nicht auf den Triumph genießt, wenn ein Stück gut ankommt. Bravos und da Capos, die Kritiken. Ich genieße gut. Ah, der Park. Das Wohnzimmer von Stariks Sicherheitschef, einem gewissen Benjamin Raffles. Wer sich mit ihm anlegt, verschwindet gerne ohne Vorwarnung. Wir werden uns sicher gut verstehen. Sei vorsichtig. Okay. Wo er ist, sind seine Wachen nicht weit. Naja, da wollen wir doch mal gucken gehen. Gefangene. Ach du Scheiße. Okay, wir werden definitiv nicht einfach so da reinkommen. Das steht jetzt schon mal fest. Aber wir können. Oh, warte. Moin. Alles gut. Okay, pass auf. Als allererstes kümmern wir uns um dich. So, dann um die zwei hier. Auf. Deckung. Der ist tot. Und um den da kümmern sich gerade die anderen. Und da hinten kommt er wieder. Zeugen Jehovas? Hä? Fuck, Mann. Okay, pass auf, wir regeln das jetzt relativ schnell. Komm her. Alter, du alte Pissbirne. Mein Gott. Ja, du bist doch der Richtige, oder? Ah, das geht aber nicht während wir... Ah, okay. Lass uns erstmal hier in Deckung gehen.
Das haben wir nicht gut gemacht. Das haben wir nicht gut gemacht. Das war gut mitnichten. Sozusagen. Ah ja, guck mal, da rennt er jetzt raus. Perfekt. Will er abhauen oder will er nicht? Schade ich da vielleicht, dass er an mir vorbeirennen will. Okay, jetzt holen wir uns den, komm. Ich prügel die Scheiße aus dir raus. Halt die Fresse. Was soll denn das? Schickt sie Ruth, der Verbrecher. Sie verwechseln ihre Verbrecher, Mr. Raffles. Der Mann, für den Sie arbeiten, ist der wahre Verbrecher. Okay, wir müssen leider ein bisschen laufen. Aber ich würde mal sagen, in der nächsten Folge verkarren wir den jungen Mann hier mal in unserer Kutsche. Dann schauen wir einfach mal, ob wir auch den letzten im Bunde noch kriegen können. Ich will es mal hoffen. Bis dahin, ciao. Ja, während wir mit dem guten Benjamin hier noch ein bisschen durch die Gegend spazieren gehen, ich meine, der ist jetzt nicht wirklich abgeneigt davon, dass wir ihm hier ein bisschen, naja, die doch sehr schöne und ländliche Gegend Londons ein bisschen zeigen, würde ich mal sagen, verkarren wir dann in der nächsten Folge und dann schauen wir einfach mal, naja, was das wird. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.